Süchen. Ah. Nur kurz gucken, dass hier alles passt. Weil grundsätzlich immer die Spiele nicht aufgenommen worden. Hey, hier ist auch Planet Crafter. Jawohl. Das Ding da oben. Ah, hervorragend. Das habe ich so kaputt gemacht. Hehehe. Das habe ich jetzt wieder kaputt gemacht. Hier so. Warum wird das nicht alles verschoben? Hä? Ah. Ach so. Passt es jetzt wieder? Ja, das passt. Kann das Kaiserreich allein die Welt erobern, wolltest du anschauen? Ja, bist zu langsam, Dragon. Du bist zu langsam. You are too slow, my friend. You need to be faster. Guten Tag erstmal. Schönen guten Mittag. So. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Damals. Gut, nicht ganz. Ah, Gott, es ist laut. Kein Sauerstoff. Ah. Wir sind. In der Zwischenzeit ist mir aufgefallen, der Dialog ist nicht schnell. Mir ist in der Zwischenzeit aufgefallen, tatsächlich, dass wir. Schon bei Moos sind jetzt. Mal gucken, was genau diese Moos-Entwicklung mit sich bringt. Der Fimo Österreich-Ungarn, ich weiß nicht, was Österreich-Ungarn jetzt mit Planet Crafter zu tun hat, aber guten Tag. Ich habe übrigens gesehen, ihr könnt eine Kommunikationsantenne bauen schon die ganze Zeit. Ich weiß nicht, warum wir die noch nicht gebaut hatten. Ich habe die jetzt dann mal nebenbei gebaut und brauchen auf alle Fälle auch wieder Kernreaktoren. Oh, 3 Uransterbe. Das ist ja schon teuer von Kosten her, ne? 3 Uranstäbe, also kurz gucken. Wie viele Uranstäbe haben wir denn aktuell? 2, das ist auch kein Problem. Also Uranstäbe, was brauchen wir noch? Auf alle Fälle nochmal, vielleicht nochmal einbauen. Schwarzpulver. Brauche ich den Schwarzpulver nochmal? Hier ist auf alle Fälle nicht. Ja, ich mache den Planeten mit Urangrün. Übrigens habe ich gesehen, die Dinger hier produzieren Baumrinde. Ich glaube, diese Baumrinde braucht man später für andere Zwecke. Dafür ist quasi dieses Ding hier verfügbar. Das werden wir dann bestimmt irgendwann noch sehen, wenn es soweit ist. Hallo? Ah, mir fehlt ein Uran. Was? Der Schrank, auf dem TNT steht. Habe ich einen Schrank, auf dem TNT steht? Wo habe ich den denn hingebaut? Habe ich sowas echt gebaut, ja? Cool, ich das wieder vergesse alles. Ah! Ah, lol, danke. Max, grüß dich erstmal. Okay, 3 Uranstäbe. Die sollte ich natürlich auch mitnehmen, wenn ich das Zeug schon bauen will. Superlegierung brauchen wir 2 Stück. Eine eigentlich nur. Andere legen wir da weg. 3 Wasser, das ist ja an sich kein Problem. So. Nee, ach, ich verwechsel das immer. Ich denke immer, rechts ist mein Inventar. Ich weiß nicht, warum ich immer auf diesen Gedanken komme, aber nein, nicht rechts ist das Inventar, links ist mein Inventar. Es kann doch nicht so schwer sein, sich zu merken. Die Baumrinde habt ihr immer für Überlebenstraining benutzt. Jetzt habe ich schon wieder. Hä? Jetzt habe ich einen Uran abgelegt und habe schon wieder einen Uran zu wenig dabei. Nee. Jo. Jetzt hat le. So, 3-mal Wasser nehmen wir noch von draußen mit. Aber genau, wollte ich noch zeigen, weil wir jetzt in der Zwischenzeit schon angelangt sind bei Moos. 5,86%. Schaut ein bisschen aus wie so ein Igel. Und dann gucken wir mal, was das Moos dann macht, wenn es dann im Laufe der Zeit weiter wächst. Ja, schaut's hier aus. Ja, das Ding habe ich alles dabei, ne? Ja, dann können wir das auch bald in die Höhle wieder mit reinsetzen zu den ganzen anderen Kernreaktoren, quasi unser Atomkraftwerk im Berg. Relativ hübsch. Auch aufgefallen, es gibt Leute, die dekorieren das Zeug alles so mit diesen
Leuchtstäben und so. Machen vielleicht auch mal irgendwann. So, jetzt müssen wir das Ding aber erstmal da rein. So, ganz toll. Müsste die Stromproduktion wieder ein bisschen besser sein. Und guck mal, dass wir nochmal ein bisschen Uran sammeln. Und Auberginen und Pilze. Wir müssen nach Pilzsamen sogar suchen. Habe ich genug Staus? Ja, ist auch schon vielleicht dabei. Wenn du irgendwann 500 Zuschauer hast und 80 Mal hintereinander Crab Rave, geht gar nicht, weil ich habe es auf Limit gesetzt. Das heißt, man kann nur alle 15 Minuten einen Crab Rave machen oder so. Habe ich dir aber letztes Mal auch schon gesagt. Hörst du mir nicht zu? Ich habe hier doch auch... Habe ich hier nicht eine... Habe ich hier nicht ein Ding gebaut? Einen Eingang oder irgendwas zum Chillen? Eine Hütte? I don't know. Nee, nicht jeder hat seinen eigenen Cooldown. Insgesamt ist ein Cooldown, also quasi... Du kannst jetzt zum Beispiel keinen Crab Rave nutzen normalerweise. Ich kann das, glaube ich, auch getrennt einstellen pro Person und insgesamt. Es geht beides, ich glaube insgesamt und pro Person. So, mal kurz gucken, wo hier das... Ah, hier waren ja wieder die... Diese Tür, wo ich mir nicht sicher bin, ob es hier nochmal irgendwann lang geht. Oder ob es hier einfach absichtlich dicht ist. Hallöchen. Okay, gehen wir mal rauf. Huch, oder auch nicht. Dann gehen wir halt wieder runter. Bitte die Hintergrundgeräusche zu entschuldigen. Wird wieder viel gearbeitet hier in der Umgebung. Ist immer ganz normal. Immer wenn ich streame, wird überall irgendwo gearbeitet. Die Leute haben immer keine Zeit, abends oder vormittags zu arbeiten. Die müssen immer mittags arbeiten. Was ist denn das ganze Zeug hier? Den Generator anschmeißen. Ja, wie das mit dem Generator funktioniert, das hat mir auch noch keiner erklärt. Oder ob das überhaupt geht mit Generatoren. Beziehungsweise, ich habe in dem Schiff hier zum Beispiel auch gar keinen Generator gefunden. Hier gibt es ja auch gar keinen. Was ist hier? Aubergine nehmen wir mit, diesmal alles. Kürbis nicht so. Kürbis habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, Kürbis brauchen wir wirklich nicht. Pilze brauchen wir, wenn dann. Gibt es hier noch irgendwas? Immer so, du kommst ins Büro, alles ruhig, startest den PC. 0,3 Sekunden, gefühlte Weltuntergang draußen, ja. So komme ich mir hier auch mal vor, jetzt bin ich wieder im Ausgang. Dann gehen wir mal die andere Richtung entlang. Geht's ja nach unten. Ich glaube, hier war auch noch lauter Schnappi-Schappi. Die Frage, wo das denn sich versteckt hat alles. Habe ich das Eisen hier alles? Ne, das war, glaube ich, das Lager hier, ne? Das ganz normale Lager hier. Hier ist das zumindest Iridium ohne Ende. Und Stoff können wir auch noch mitnehmen. Kobalt nicht. Ja, es wär, wieso gibt es hier keine Champignons? Doch, es gibt Auberginen ohne Ende, es gibt aber keine Champignons. Die ganze Zeit habe ich irgendwo, also Pilze halt. Ganze Zeit da irgendwo Pilze gefunden. Jetzt suche ich Pilze, jetzt finde ich keine Pilze mehr. Voll der Betrug hier. Bohnen. Naja, nehmen wir mal mit. Ich weiß mir nie, wofür man Bohnen mal brauchen kann irgendwann mal. Gibt's hier noch was? Ne, hier war ich gerade schon. Das waren die zwei umgekippten Dinger da. Gut. Dann wieder mehr Auberginen. Aber Nixos Pizzos. Schade. Auberginen habe ich jetzt genug. Gut, dann gehen wir wieder, hätte ich gesagt. Gibt hier scheinbar sonst eh schon scheinbar nichts. Also wir können irgendwas abbauen hier. Wie damals in der einen Kiste oder diese eine... Ebene, wo wir irgendwas abbauen konnten, weil irgendwie angeblich noch eine Kiste war oder irgend sowas und wir bis heute nicht wissen, was es genau gewesen ist. Okay. Das ist ja auch kein Reaktor, ne? Nicht, dass ich irgendwo blind bin und einen Reaktor übersehe oder es gibt noch einen geheimen Eingang in dieses große Schiff. Ich denke mal nicht, oder? Ich denke mal nicht, dass es hier sich um einen Reaktor handelt. Huch, da komme ich gar nicht rein.
Was ist denn das da hinten? Schaut aus wie die Brücke. Ist das die Brücke? Komme ich da vielleicht noch woanders rein? Die Schiffe sind... Nee, ich weiß nicht, warum die abgestürzt sind, weiß ich nicht. Ich weiß, dass wir sind tatsächlich ein Sträfling. Also wir sind quasi einer, der irgendwann mal Scheiße gebaut hat und der jetzt hier quasi hergeschickt wurde als Strafe. Also quasi, ich hatte die Option, Strafe absitzen bis an mein Lebensende oder... Nicht euer Ernst. Komm wieder rein? Warte mal ganz kurz. Hä? Da geht eine Tür hin. Habt ihr das gesehen? Ja, ja, ja. Aber wie komme ich da rein? Also hier auf alle Fälle. Kann ich das abreißen? Irgendwas? Gibt es hier irgendwas, was wir abbauen können? Also wir hatten die Wahl. Entweder wir sterben bis unser Lebensende im Knast oder wir gehen da rein. Neue Mitteilung erhalten. Dankeschön. Und versuchen den Planeten zu terraformen. Das triggert mich gerade hart, dass da so eine grüne Tür ist. Schaut so aus, als ob die sich öffnet. Harter Trigger. Weltzentralbank ausgeraubt. Wahrscheinlich. 300 Menschen umgebracht. Aha. Ja, schau, hier kannst du wieder reinglitschen, aber da hinten, wo es wirklich interessant wäre, geht's wieder nicht. Oder? Ich glaube nicht, dass man da rein soll, von oben. Aber scheinbar gibt es wirklich noch einen Weg, wie du da hochkommen kannst, vielleicht. Eben wegen auch dieser Tür. Very interesting. Very interesting indeed. Dass ich noch im Knast sitze mit einer VR-Brille. Ist auch ein interessanter Gedanke. Ah, ich glaube, dass das hier realistischer ist. Sie schicken einfach Leute hier, um den Planeten zu terraformen. Wenn die Leute sterben, juckt es keinen. Wenn sie es überleben und schaffen, dann macht halt diese Firma echt Fettgewinn. Das ist ja das System quasi dahinter. Nehmen wir ein bisschen was mit, wenn wir schon wieder nach Hause latschen. Und dann gucken wir, dass wir ein bisschen Superlegierung uns craften. Kurz noch mal eine Sauerstoffflasche reinschweifen. Oh, was ist hier? Eine Kiste mit Pilzen? Nö. Aber Aluminium. Aluminium hier doch gerne mal mit. Ja, wenn du schaffst, den Planeten zu terraformen, dann ist es natürlich für die Firma gut. Und, naja, für dich. Du bist frei quasi. Du hast dann deine Schuld abgearbeitet. Das richtig verstanden habe. Guten Tag, Globerer, ich grüße dich. Hallo, Makrele 7721. Guten Morgen mit Ü. Ü, wie es mir ist übel. Was wir jetzt kurz machen, ich habe eine Idee, weil wir haben eigentlich so viele Ressourcen. Ich liebe meinen kleinen Heizungskeller. Und zwar können wir eigentlich unterirdisch bauen? Nee, das geht nicht. Aktuell zumindest. Ein Seewassersammler. Ich weiß halt nicht, ob das Sinn macht, einen Seewassersammler zu bauen. Aber wir haben eine neue Nachricht bekommen. Was sagt denn diese neue Nachricht? Ich habe... Achso, genau. Also wir haben ja Nachrichten bekommen. Das sind die Nachrichten, die ich quasi bekommen habe, als ich dieses Kommunikationsrelay gebaut habe. Das ist eine automatisierte Nachricht an Sträfling GP8971L. Wir. Du hast beschlossen, deine Strafe in eine Auslieferung umzuwandeln. Wenn du möchtest, dass alle gegen dich ausstehenden Anklagen fallen gelassen werden, musst du diesen Planeten vollständig terraformieren. Unsere Sensoren scannen regelmäßig deinen Fortschritt und senden dir die erforderlichen Baupläne. Versuche auf keinen Fall Sentinel Corp zu kontaktieren, warum auch immer. Wenn unsere Sensoren keine Fortschritte beim Terraforming-Prozess feststellen, wirst du als vermisst betrachtet und die Anklagen gegen dich werden nicht fallen gelassen. Du kannst kein Eigentum oder irgendwas von Wert auf dem Planeten für dich beanspruchen. Du darfst nur die auf dem Planeten gefundenen Ressourcen verwenden, um den Terraforming-Index zu erhöhen. Du darfst diesen Planeten nicht verlassen, bis das Terraforming abgeschlossen ist. So, diese Riley. Kennt mich irgendwoher. Und sie schreibt, sie hat es endlich geschafft, das System zu finden, in das du geschickt wurdest. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich werde versuchen, dir einige Ratschläge zu geben. Die Erfolgsquote von Planet Crafters, damit hätten wir den Titel des Spiels, ist so gering, weil es fast eine unmögliche Aufgabe ist. So, aber jetzt gibt es ein paar Tipps.
die uns helfen sollen, das Ganze zu erlernen. Das Ding ist, das hätte ich mal gebraucht, als wir gelandet sind auf dem Planeten. So, dann hat er mir nochmal ein paar Infos geschickt zu dem Planeten. Unbekannt, Unternehmenseigentum, unbeansprucht, Bewohnbarkeitsgrad 0, Sektor, wo er sich befindet. Oh, Bohrer T4, geil. Ja. Der Sektor zählt zu 842 Planeten, 13.500 Sterne, 7.000 Parsec groß. Ja, und jetzt haben wir eine neue Nachricht von Riley bekommen. Ich habe es geschafft, mehr Informationen zu schleichen. Erschleichen wahrscheinlich. Ich habe gelesen, dass sie mehr Erfolgschance haben, wenn sie ihre Basis in der Höhle bauen. Ich bin mir im Moment nicht sicher, warum. Und wenn sie es schaffen, den Planeten ausreichend zu erwärmen, sollten einige Höhlen zugänglich werden, wenn das Eis schmilzt. Und noch etwas. Sie können nichts mehr machen. Nein, ich weiß nicht, ob alles gut ist. Zu wenig Schlaf. Hab aktuell wieder viele Termine, viel Stress. Muss viel durch die Gegend fahren. Aber, ja gut, in der Höhle bauen ist, glaube ich, hinfällig aktuell, weil... Ist ein bisschen spät dafür, ne? Okay, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Ich habe ja mein Nahrungsmittellager noch umgebaut. Boah, wir brauchen ja jede Menge Auberginen. Ah, wir sind voll. Wir sind voll. Ja, ich habe ein bisschen aufgerüstet, wie man sieht. Nicht viel. Kleines bisschen. Aber diese Auberginen brauchen wir alle für... Kann ich denn schon wieder voll sein jetzt? Ach so, klar, logischerweise, weil ich natürlich jedes Mal was Neues aufnehme. Bin auch so blöd. Okay, Auberginen alle da rein. Schmeißen. Es müsste bessere Versionen geben, wo du mehr als einen Samen reinschmeißen kannst. Ich verstehe, was du meinst. Ich würde es auch unterstützen, aber ich glaube nicht, dass sowas kommen wird, weil... glaube nicht, dass das Spiel in der Lage ist, mehrere Objekte aus einem Objekt wachsen zu lassen. Also nicht so in einem Kasten. Da müsstest du quasi wieder so einen Verteiler geben, wo du quasi mehrere Sachen rausholen kannst. Ja, bei den Obis habe ich Wasser drin, weil ich dafür keinen extra Behälter machen wollte. Machen wir ein paar Iridiumstäbe. Ganz nebenbei. Brauchst ja auch immer für irgendwas. Natürlich habe ich die wieder in den Container zurückgetan. Weil ich dumm bin. Noch mal zwei. Iridium ist ein bisschen Krise. Oder hatte ich noch ein anderes Ding auch noch mit Iridium? Zwei, vier, sechs, acht, neun waren es, glaube ich, ne? Ja. Gut. Zwei Iridiumstäbe. Können wir schon mit reinschmeißen. Jetzt kurz gucken, ob ich noch einen anderen Iridium... Hatte ich noch irgendwo anders Iridium oder täuscht das schon wieder? Ne, hatte ich nicht. Tatsächlich. Ich habe relativ wenig Iridium, also... Das andere Zeug haben wir relativ viel. Nein, ich lerne nicht. Das Zählen ist nicht das Problem. Nur, dass ich die immer vertausche, wo ich die reinschmeiße. Das ist das Problem. Die Samen können wir jetzt alle unten reinschmeißen. Irgendwann werden wir auch mal hier Feintuning betreiben, was das Aussehen dieses ganzen Objekts angeht. Angeblich 11,7% bei Moos. Ich weiß nicht, wo dieses Moos sein soll. Werden wir bestimmt irgendwann nochmal zeigen. So, die Wasserflasche behalten wir. Dann machen wir jetzt erstmal lauter Superlegierung aus dem ganzen Geschmarre. Kurz gucken, was wir dafür genau brauchen. Magnesium, Silizium, ja eigentlich alle normalen Ressourcen, ne? Kobalt, Eisen, Magnesium, Silizium, Titan, Aluminium. Magnesium, Silizium, Kobalt, Aluminium, Eisen, Magnesium, Titan. Und Silizium. Haben wir ja alles zum Glück in Massen. Ein paar Superlegierungen nebenbei bauen. Silizium, Magnesium, Titan nochmal mitnehmen. Aluminium habe ich auch genug dabei, ja. Ja, das Terraforming, was du, also das zählt ja alles zu diesem Index, zu diesem Terraforming-Index. Ist ja quasi egal, was wir machen.
alles, was wir extra bauen, beschleunigt ja den Prozess generell. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich was Bestimmtes bauen kann, dass was Bestimmtes schneller geht. So, noch ein Silizium. Ein Silizium, zwei Silizium. Ein Kobalt. Kobalt. Eins, zwei Silizium, ein Magnesium. Da bin ich erstmal zufrieden mit den Superlegierungen wieder. Und wir haben hinten noch unseren Wasserfall. Mit dieser Höhle, wo es auch das ganze Zeug gibt. So. Raketentriebwerke. Ein Iridiumstab, zwei Uran. Mhm. Ja, da wisst ihr jetzt schon, was wir eigentlich wieder machen können. Raketentriebwerke brauchen wir Iridium. Okay. Dann schießen wir erstmal eine Iridium-Rakete nochmal ab. Iridium brauchen wir. Was haben wir für Iridium gebraucht? Nicht Kobalt, oder? War es Magnesium? Oder was Osmium? Ich glaube, Osmium war es, ne? Schauen wir mal. Wir werden es gleich sehen, wenn ich zur Rakete hinlatsche. Hier ist übrigens unsere Kommunikationsantenne. Die ganzen anderen Solar... nicht Solar. Doch, Solaranlagen. Habe ich alle abgerissen. Brauchen wir auch nicht mehr. Es war Silizium. Magnesium, es war Silizium. Nicht Osmium. Eieiei. Da liegt noch lauter Zeug rum. Silizium war es. Komm, aus Osmium. Wobei, kann man gleich zwei Raketen. Will ich zwei Raketen abschießen? Eigentlich nicht, ne? Wir lassen es mit einer. Packen die andere mit hier in unser Inventory rein. Da haben wir ja noch eine dann. Kann übrigens jederzeit auf die Leiter, egal ob man unten steht oder in der Mitte, kann immer auf die Leiter klicken. So, Iridium. Let's go. Das Ding schießen wir auch gleich ab. Schaut anders aus. Fällt mir jetzt erst auf, dass die anders ausschauen. Die andere hat so Seitenpaneele. Gucken wir mal, ob unsere Mine noch was ergeben hat. Schauen wir kurz, was diese neuen Bohrer kosten. Ist der hässlich. Oh. Wärme 25. Luftdruck 459. 45 Energie. Ja, ist schon deutlich besser, ne? 10-mal so viel Wärme, 20-mal so viel Luftdruck. Bisschen mehr Energy. Und da kommen auch direkt die... Als ob da hinten ein Asteroid eingeschlagen hat. Ja, warum schlagen die Asteroiden jetzt auf den Dingern da ein? Mal mich gerade verarschen. Da krieg ich doch das Iridium gar nicht. Ja, da guckt's rum, Alter. Ja, immerhin guckt jetzt alles am Boden. Hi, grüßt euch. Der andere sitzt wahrscheinlich oben versteckt. Muss ich da echt hochflattern? Weiß ich da überhaupt hochkommen? Zu gucken, ob hier irgendwelche Sachen rumliegen. Das ist voll blöde. Das sehe ich natürlich nicht. Da ist noch einer eingeschlagen. Da. Da. Da hinten nicht, ne? Okay, das war's dann. Also da sind drei. Hier fehlt mir eigentlich auch noch irgendwo ein Iridium, aber keiner weiß, wo das ist. Doch, da ist es. Okay, da haben wir hier alle. Was liegt denn da rum? Das ist nur Eisen. Eine Saatgutrakete, die kriege ich glaube ich später. Die müsste irgendwann im Laufe des Spiels noch freigeschaltet werden. Ich warte immer noch auf das Update angeblich, was jetzt irgendwann kommen soll. Haben wir gesagt, soll ein Update kommen mit neuen Quality of Life Änderungen und ein paar neuen Inhalten und sowas. Schauen wir mal, wann das Zeug rauskommt. So, zwei Iridium von 5, 3... Tüt, tüt. 3 von 5. Na gut, da müssen wir nachher noch mal herkommen, wenn das Zeug weg ist. So waren jetzt die anderen da drüben links alle, gell?
Gar nicht so eine schlechte Idee, sich irgendwo da hinten hinzustellen und dann zu gucken, wo die Asteroiden runterkommen. Ah. Und dabei nicht verrecken, das wäre natürlich auch eine coole Sache. Das Zeug despawnt ja auch nicht, das muss man ja auch mit wissen, tatsächlich. Die Planeten, die Asteroidenkrümel, die sind dann zwar weg, aber das Zeug, was die quasi droppen, das bleibt ja da. Ist nicht so, dass es dann weg ist. Das heißt, wenn ich jetzt einfach das Zeug runterdroppen lasse und dann warte, bis es alles despawnt, dann ist es eigentlich an sich auch kein Problem. Bis du sie ewig rumsuchst, bis du das Zeug irgendwo rauskramen kannst. Dann doch halt einfach lieber nochmal später wiederkommen. Ihr seht es ja, das ist ja... Vor allem Iridium ist ja scheinbar noch schwerer zu finden. Dann warten wir einfach, bis das Zeug despawnt ist. Das ist die einfachere Lösung. Haben wir sogar, da ist eins. Mein Tag war bis jetzt, weiß nicht, geschlafen. Und dann, ja, irgendwann aufgestanden, ne? Oh, jawohl, Aluminium. Sehr schön. War da hinten in der, ach egal, in der Kiste wollte ich nicht gucken, ob da was drin war. Wie Makreles Tag war. Makrele, wie war dein Tag? Falls du noch da bist. War doch gestern auch schon da, glaube ich, oder? Vergessen. Hey, Twendy! Danke für dein Cheery! Willkommen! Schönen guten Tag! How are you doing? Ah, du bist bei den Bits auf Platz 2 gerutscht! Vorgekämpft hier mit deinem Einsatz deines Lebens. Um der Krabbe deine letzten Cents zuzuschmeißen. Dafür weiß ich, das weiß ich sehr zu schätzen. Bisschen müde, aber sonst ganz in Ordnung. Ich spiele mein aktuelles Lieblingsspiel ein bisschen. Also mit eines meiner Lieblingsspiele tatsächlich. Lange her, dass ich ein Spiel eigentlich so viel Zeit gegeben habe. Jetzt habe ich ein Iridium aus Versehen gedroppt. Na toll. Habe übrigens letztens irgendwo einen Stream gesehen. Mit letztens meine ich gestern. Da hat der, weiß nicht, da hat irgendwie den Planet schon zur Hälfte fertig geterraformt gehabt. Der wusste noch nicht mal, dass es, also er hat noch nicht mal diese Ausgrabungsteile gekannt. Relativ großer Streamer. 300, 400 Zuschauer gehabt. Aber gut. Oh, Twendy. Jetzt hat er aber. Jetzt bist du auf Platz 1, oder? Ja. Herzlichen Glückwunsch für den Platz 1. Dankeschön für deine Unterstützung. The one and only aktuell. Du müsstest doch jetzt sogar Emojis bekommen, oder? Ich habe doch so Abzeichen gemacht, wenn du Bits spendest. Wenn du ab einer bestimmten Stufe bist, oder gibt es das jetzt ab 1000? Das weiß ich gar nicht. Also es ist auf Lifetime. Das heißt, wenn du jetzt wenn man irgendwann mal in seiner gesamten Kanalanwesenheit eine bestimmte Anzahl an Bits reinballert, dann bekommt man, glaube ich, so extra Abzeichen. Das habe ich noch nicht verstanden, wie das genau funktioniert tatsächlich. Erstmal Sauerstoff machen, ich habe keinen Sauerstoff mehr. Kurz vorm Vertrocknen. Essen haben wir noch ein bisschen, da kann ich mir natürlich was aus meinen Vorratskisten holen. Oh, da kommen schon wieder Planeten, Asteroiden. Ich sag immer Planeten! 400 noch? Okay. Schau, das ist ein Ziel für dich die nächsten Monate vielleicht. Du bist du der Erste, der diese neuen Abzeichen hat irgendwann mal. Aber ich finde die relativ hübsch sogar. Siehst du die? Also sieht man die? Keine Ahnung. Ob und wie man die sieht. Wenn man das noch nicht hat oder wenn man da was macht. Dann mal auf, wenn die. Übrigens gestern auch ganz lustig. Ich habe gestern ein bisschen gespielt. Eine halbe Stunde für YouTube. Da ist ein Asteroid einfach hier reingeballert. Mitten rein. Ja, Twenty, das war jetzt keine Aufforderung, dass du die ganze Zeit Bits reinballerst, ne? Aber Dankeschön auf alle Fälle. Das waren jetzt schon, glaube ich, 1000 Bits, oder? 20, Mensch. Vielen Dank. Das ist nur die Frage, wenn du die Mühe schon machst, hast du jetzt dann wenigstens ein Abzeichen? Schauen wir mal. Oder muss man das ausrüsten? Die Krabbe kennt sich jetzt. Hört mal auf hier mit eurem Gewackel da, ey.
So, okay, mit dem Schiff. Wisst ihr, ich wollte ja eigentlich das Iridium abbauen. Okay. Ah, ich konnte... Ja, jetzt fällt das Zeug auf meinen Baum drauf. Ich wollte eigentlich das Iridium ab... Was sind denn das für Asteroiden? Sind die größer geworden? Er hat diese goldene Eins. Nee, ich habe so Abzeichen, so Muscheln. Wenn du quasi bestimmte Tierstufen erreichst, kannst du so Muscheln freischalten. Aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Deswegen hatte ich gefragt, ob das einer weiß, wie das funktioniert. Also zumindest hat er die Stufe, glaube ich, erreicht von dem Bits her. Aber wie er die jetzt nutzt oder, ob er die, oder wie das funktioniert, das weiß ich nicht. Aber jetzt können wir das ganze Iridium hier schön chillig einsammeln. Sogar relativ viel, was hier noch rumliegt. Oh, eine neue Nachricht. Also seitdem ich jetzt diese Radarstation gebaut habe, kriege ich hier Nachrichten ohne Ende. Ah ja, jetzt hast du es. Oh. Eine schöne Muschel. Musst du die dann nochmal selber einstellen? Also quasi, dass du dann so eine Muschel... Nicht euer Ernst, oder? Ihr seid solche... Okay. Ich dachte, dass es vielleicht automatisch geht, aber dass du es nochmal extra einstellen muss, ist natürlich ein bisschen blöd. Aber auf der anderen Seite zeigt es ja nochmal auch, dass jemand dann auf dem Kanal... Also du hast jetzt ja quasi zwei Abzeichen. Du hast jetzt dieses Krabbenabzeichen. Spawnen die nicht wirklich auch noch, oder? Solche Arschlöcher. Du hast ja quasi zwei Abzeichen. Zum einen das Bits-Abzeichen, zum anderen das Sub-Abzeichen. Sieht aus wie Animal Crossing. Also später auf höheren Stufen kommt da noch richtig geiler Shit. Also generell ist alles nur so diesen Muschellook so, wegen Krabben und so Krabben-Wipes, ne? Mehr Wipes. Mal kurz gucken, ob wir noch irgendwo Iridium übersehen haben oder ob ich noch irgendwas verloren. Ah, da hinten ist noch Iridium. Und umso höher die Stufe, desto hübscher wird dann auch, also größer und eindrucksvoller werden dann quasi die Muscheln. Aber ich weiß nicht, wie das dann später mal ausschaut, wenn dann... Also wir sind, glaube ich, bis 10.000 und 10.000 ist schon viel. Ich glaube, 10.000 Bits sind... Weiß ich gar nicht, was sind 10.000 Bits? Ich glaube, 100 Bits sind 1 Euro, ne? Das heißt, 10.000 Bits sind dann 100 Euro. Genau. Und 100.000 Bits sind 1.000 Euro. Das ist ja schon echt viel Geld. Und ob da überhaupt jemals jemand hinkommt, keine Ahnung, weiß man ja nicht. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man das jemals braucht, aber... Ich glaube, bis 10.000 haben wir oder bis 25.000. Oder ich gucken, was der hier produziert hat. Ah, jetzt haust Iridium raus, oder was? 2.500 Bits sind 50 Euro. Ah, okay. 10.000 sind ungefähr 180 Euro. Also wenn einer mit 100 Bits cheert, bekomme ich von diesen 100 Bits 1 Euro. Das heißt, wenn du für 2.500 Bits 50 Euro zahlst... Ah, okay, stimmt. Nee, warte mal. Das heißt quasi für 100 Bits zahlst du quasi 2 Euro. Und Twitch behält sich davon wieder die Hälfte ein, ne? Geier. Twitch sind schon richtige Geier, muss man schon echt sagen, ey. Die müssen Geld machen ohne Ende. €10.000 sind €180. Danach erstmal Hartz IV beantragen, Begründung alles für Krabbe ausgegeben. Würde ich dir sofort genehmigen, das Hartz IV. Du bekommst sogar noch 100 Euro Bonus, die du jeden Monat in die Krabbe investieren kannst. Ich bin wie Mr. Krabs. Boah, ich brauche ein Mr. Krabs Emoji irgendwann nochmal. Das mache ich auf alle Fälle. Ich werde wahrscheinlich irgendwann nochmal, jetzt aber nicht mehr die nächsten Wochen. Vielleicht zum nächsten Monat, ich muss wieder ein bisschen sparen. Aktuell relativ viel Geld ausgegeben für Twitch und Co. Aber auf alle Fälle noch ein paar extra Emojis, so mit einer reichen Krabbe oder irgend sowas, so einer Geldkrabbe und so einer vornehmen Krabbe oder so einer Königskrabbe oder sowas. Bestimmt auch relativ coolen Shit, den man da noch mit zusammen basteln kann. Gibt's ja diese großen Streamer, der schaut, was sie so donated bekommen, ne? Donations und Bits und so. Das ist jetzt meine vierte Woche. 20. Also wir beginnen jetzt aktuell die vierte Woche, wobei ich sagen muss, eine Woche war ich eigentlich nur an zwei, drei Tagen aktiv. Da habe ich ein bisschen viel zu tun gehabt.
Die Woche fällt der Donnerstagsstream aus. Das kann ich euch auch schon sagen. Am besten läuft allerdings mit Abstand der Sonntagsstream, was natürlich logisch ist, weil sonntags immer alle Zeit haben. Da hatten wir letztens fast 80 Zuschauer, ne? So ein kleines Schalentier, was erst ein paar Wochen auf Twitch ist. 80 Zuschauer, das ist schon eine Leistung. Muss ich tatsächlich sagen, 80 Zuschauer auf YouTube, Hauptkanal mit 18.000 Abonnenten, ist auch nicht drin. Außer es ist ein neuer Satz auf einen 4DLC dann schon. Ich hoffe, man hört das Bohren nicht allzu laut im Hintergrund. Weil, ich weiß nicht genau, die haben sich dazu entschlossen, hier das Haus abzureißen oder so. Keine Ahnung. Wenn dann der nächste die Hütte einbricht, dann weiß ich Bescheid. So. Ich würde sagen, wir bauen einfach mal Bohrer. Ich will wissen, wie die ausschauen. Ich meine, ich finde die ganz hübsch, die anderen. Ich hoffe auch, dass es irgendwann größere Rucksäcke gibt. Eine mit Doppelinventar oder so. Was ist das eigentlich für ein Zeichen? Ob man da noch eine andere Seite öffnen könnte. Das nächste hat es auf einen 4DLC. Ja, es gibt ja Gerüchte. Das wird wahrscheinlich im Herbst kommen. Im Herbst wahrscheinlich kommen und es wird wahrscheinlich erst wieder ein Fokusbaum-DLC. Fokus für Saudi-Arabien glaube ich gar nicht tatsächlich. Vielleicht eher Südamerika würde ich sogar noch schätzen. Südamerika. Ansonsten haben eigentlich schon viele Regionen eigentlich ziemlich abgearbeitet, ne? Muss man auch mal dazu sagen, es gibt eigentlich kaum Sachen, die noch nicht wirklich bearbeitet wurden, oder? Ich freue mich schon sehr, dass wir Freitagabend dann... Brauche kein Magnesium mehr, by the way. Ich freue mich schon sehr, dass wir dann Freitagabend weiterspielen mit Hearts of Iron 4. Muss ich aber auch sagen, freue ich mich auch schon sehr drauf. Mexiko hat auch einen mega spannenden Fokus-Tree. Ja, das stimmt. Aber Mexiko hast du halt einfach das Problem, dass du eigentlich relativ wenig machen kannst. Ich finde da generell irgendwie Amerika nicht so interessant als spielbare Region, weil... Ja, ich weiß nicht. Es ist irgendwie so... Wie soll ich sagen? Abgelegen. Okay, 6 Superlegierungen. Alter, wollt ihr mich gerade verarschen? Ich brauche 6 Superlegierungen. Für so ein Bumsteil, Alter. Für so ein Bumsbohrer. Ich würde nochmal gerne über die Preisgestaltung reden, meine Freunde. Weil die Preisgestaltung von Aluminium finde ich ein bisschen scheiße. Was ist denn hier? Kobalt? Schaut Kobalt so hässlich aus. Ja, aber ich weiß nicht, ich mag Amerika einfach irgendwie nicht als Kriegs... Ort oder so. Boah, ist der hässlich. Der passt hier nicht in mein Ding rein hier, in mein, wie heißt's, Layout. Schaut aus wie so eine Spinne, ey. Ja, ja. Ganz hübsch, was ich da verbrochen habe. Ich bin übrigens mit meinen 3 Wassersammlern sehr zufrieden, muss ich dazu sagen. Die produzieren eigentlich ausreichend Wasser, ich weiß nicht, habe ich irgendwie kein Problem. Skandinavien, Norwegen, Schweden, Finnland und... Ja, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, stimmt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit eigentlich für einen DLC. Rein theoretisch. Ich bin eine Spinne! Ja, gibt es den eigentlich noch auf TikTok, den mit Ich bin eine Spinne? Weiß ich gar nicht. Ach, Kacke. Jetzt habe ich zu wenig Platz für Titan. Egal, gehen wir kurz. Ich muss ja lauter Superlegierung craften. Das ist ja jetzt hier aktuell das Problem. Du versuchst seit 2 Tagen mit Griechenland das Byzantinische Reich wiederherzustellen und bist. Man braucht ein bisschen Glück, ja. Ob es sich lohnt, die 3 Schüsseln abzubauen und den Seewassersammler zu bauen. Das Ding ist, der Seewassersammler hat einen Stufenverbrauch von 19 und die haben 11. Müsste ich mal einbauen. Müssen wir mal gucken, ob und inwieweit sich das rentiert tatsächlich. Bin ich wieder falsch gegangen. 5. Wir müssen jetzt erstmal, ich weiß, das ist ein bisschen langweilige Sachen mit dabei.
Es gibt nichts Langweiliges, wenn man der Krabbe zuschauen kann. Ich glaube, die nordischen Staaten haben wirklich alle noch ihre 0815-Fokusbäume. Das stimmt allerdings. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand schon was Neues bekommen hat. Das würde sich natürlich anbieten, ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Gerüchte, dass Deutschland ein Rework bekommt. Ich glaube eher, dass Deutschland ein Rework bekommt mit so einem richtig fetten DLC. Also so einem Haupt-DLC, nicht so ein Mini-Ding. Weil Deutschland musst du eigentlich schon einen gescheiten DLC geben, ansonsten so einen kleinen Fokus-DLC. Deutschland ist so ein Kaufgrund, weißt du, wenn du so einen deutschen DLC machst, dann werden sich da schon mal die ganzen Deutschen eigentlich alle kaufen. Das ist einfach so ein Selbstläufer. Also wenn du das machst, dann hast du automatisch schon mal deine Sales alle drin. Das weiß natürlich Paradox auch. Die sind natürlich nicht ganz blöd. Deswegen werden sie das natürlich dann nutzen mit einem relativ teuren 30€ DLC in Verbindung bringen. Schon wieder Nachrichten bekommen. Estland ist auch cool nach No Step Back. Ja, das stimmt. Also diese ganzen baltischen Länder haben echt coole Dinger bekommen. Tut ihr übrigens alle gerade droppen, weil ich dumm bin. Warte, wir können übrigens noch was anderes machen. Und zwar die Katze schlagen, weil sie schon wieder miaut. Nein, Spaß beiseite. Und zwar, Sauerstoff haben wir genug, Wasser haben wir auch. Wir haben noch bei den Sandwasserfällen, da hinten haben wir doch eh tonnenweise Supers. Wir holen jetzt einfach die kurz noch nebenbei. Ich meine, es war jetzt erstmal gut, dass wir unsere Kisten wieder ein bisschen leer gemacht haben. Wo ist denn eigentlich dieses Moos, von dem hier jeder redet? Ich sehe das ja nirgends. Totaler Krieg-DLC. Neue Panzerklasse, Panzerjäger, sämtliche SDKFZ und 400 neue Waffen für die Infanterie und neue Flieger. Übrigens, dieser Eisklotz, der verwundert nicht nur mich, der verwundert viele Streamer, habe ich gesehen. Oder generell Leute, die das Spiel spielen. Ist mir nicht aufgefallen, dass da einige sich wundern, warum das nicht schmilzt und warum es da ist. Da bin ich quasi nicht alleine. Hallo. Ich bin ja übrigens, wisst ihr, ich könnte natürlich auch einfach hier die ganze Zeit auf Twitch auch Hearts of Iron 4 spielen, aus zwei Gründen. Grund 1 ist, es würden mehr Leute anschauen. Und Grund 2 ist, es würde wahrscheinlich der Kanal mehr wachsen, ne? Aber habe ich halt einfach keinen Bock drauf. Effizient ist es nicht, was ich mache, aber es macht Spaß. Aber mit Hearts of Iron 4 würde ich deutlich mehr verdienen. Also Zuwachs bekommen. So, kann es sein, dass es jetzt hier regnet und deswegen, also wegen diesem See und dann deswegen hier Moos rauskommt? Oder wie ist das? Also, dass hier dann später irgendwann Moos kommt, weil es hier regnet oder so? Dass es ist wegen dem Terraforming? Oder regnet es jetzt einfach, weil es regnet? Frage über Frage. Neue Einheiten. Weiß nicht, ich bin immer gar nicht so ein großer Fan von neuen Einheiten. Ah, das nehmen wir auf alle Fälle mit. Auberginen mag ich jetzt tatsächlich gerade nicht mehr. So, wo war denn diese Höhle eigentlich? Ich weiß nicht, letztens waren lauter Leute da irgendwann mal. Letzte Woche oder vorletzte Woche, die haben alle gesagt, wie das Spiel funktioniert und wo die Sachen alle sind. Ist wieder alle abwesend. Ich weiß auf alle Fälle, ach, da hinten ist auch noch was. Ich weiß nur, in diesem Sandstaubgedöns sind überall Superlegierungen drin. Das war's dann auch wieder. Ja, es stimmt eigentlich keiner Heu 4. Ne? Also wenn jemand eigentlich Heu 4 anschauen will und es sollte nicht komplett beschissener Content sein, dann kommt man ja eigentlich nicht an mir vorbei, ne? Auch auf YouTube nicht. Auch auf YouTube gibt es eigentlich kaum Leute, die da groß was machen. Auf Deutsch, deutschen Bereich. Du schaust dir Feedback Gaming zu 90% an. Das heißt, ich bin nur 10% oder was? Skandalös. Ich bin quasi nur Lückenfüller. Wo ist denn diese Höhle? Hier war doch irgendwo eine Höhle. Muss ich die ganzen Superlegierungen hier noch einstecken? Will ich übersehen, ne? Meine Güte, da. Da ist die Höhle, oder? Hier. Ja. Gab es hier auch noch Supers? Ne, das war ja eine Osmium und Schwefel. Ist auch komplett schon geschmolzen, die Höhle. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh.
Mhm. Einmal alles reinpfeifen. Coach Duke. Coach Duke, ja, den habe ich ja mal ein paar Mal geradet. War ganz dort, ein ganz netter Typ. Hat sich ja bei mir bedankt mit einem Sub. Auch wenn ich das natürlich nicht nötig ist. Weil ich sag mal, es gibt eigentlich, habe jetzt auch viel die letzten Tage so auf Twitch umhergeguckt, auch so Heu 4, EU4, CK3 und so, also der Content in Deutschland ist einfach, kann's vergessen, echt. Und das Ding ist, dann gibt's natürlich diese großen Streamer-Events oder wie sie heißen, wo da immer ein paar Leute dann irgendwas spielen mit ihren Roleplay-Geschmarre, das finde ich aber auch irgendwie langweilig. Das ist immer alles so gekünstelt und so künstlich und so, weiß ich nicht. Ja. Gefällt mir persönlich halt nicht so. Ich meine, die großen Streamer, da schauen sich die Leute das halt einfach an. Weil sie bei den Leuten immer zuschauen. So wie viele Leute bei mir zuschauen, weil sie sich's immer anschauen. Gibt's jetzt hier keinen Superlegierung mehr? Geizigen. Weil ich die schon alle abgesammelt hier. Gut, dann war das hier meine Superlegierungsquelle. Ich habe auch schon mit Griechenland gespielt. Herr 20. Na, es gibt eigentlich fast gar keine Heu4-Streamer. Sag mal, wie es ist. Also, Heu4 ist irgendwie Heu4, EU4 und CK3 sind eigentlich tot auf Twitch. Was heißt, ich habe komisch gespielt? Hä? Ich spiele halt einfach nicht so, wie andere das spielen. Ich spiele halt einfach anderes Zeug. Das ist halt auch interessant. Darf man ja auch nicht vergessen. Kommunistisches Griechenland. Ist doch schön. Ich weiß nicht, was dagegen einzuwenden gibt. Völlig nachvollziehbar. Ah, lol, ich vergesse immer, dass die Höhle hier oben wieder rausgeht. Lol, das wird da hinten grün, oder? Jetzt sehe ich. Schau mal hier oben, seht ihr das? Es wird grün. Scheiße, ich mache mal einen Screenshot auf Steam. Wie macht man einen Steam-Screenshot? Und wie blende ich das Inventar aus? Kann ich das Interface ausblenden? Hat deaktivieren, F2. Wie tue ich jetzt hier ein Foto machen? Auf Steam? Wie mache ich denn ein Steam-Bild, Freunde? Muss doch irgendeiner wissen. F11, F12? Ah, F12 war's. Kommunistisch. Okay, wir haben jetzt mal einen Screenshot gemacht hier. Das können wir uns dann mal... Ja, das könnte man vielleicht auch mal als Wallpaper benutzen oder so. Aber cool. Cool, dass man jetzt auch ein bisschen sieht, dass es hier grüner wird, ne? Finde ich cool. Hinter mir auch schon? Nein, 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 Max. Max, sorry, du musst dich täuschen. Das hätte ich gesehen. Das war jetzt erst hier vorne. Vielleicht ist jetzt danach da hinten nochmal grüner geworden. Aber ich dachte, oh geil. Schaut so richtig fake aus. Cool. Da wird doch endlich die harte Arbeit der Krabbe belohnt. Aber wieder sehr viele Superlegierungen. Okay. Wie viel Müll ich wieder dabei habe. Allein diese scheiß Samenspender. Ich weiß gar nicht, wofür ich die brauche, weil... Die bringen ja gefühlt irgendwie mir gar nichts. Wir schauen uns auch gleich die Nachrichten an, die sie mir alle geschickt haben. Ja, auch noch ein paar bekommen. Okay, wir sind jetzt hier aber echt voll. Den Dünger nehme ich nochmal mit. Den schmeißen wir oben mit rein. Schau kurz, was die message-technisch von mir wollen. Also, Riley hat wieder was geschrieben. Auch alles im Jahr 3058. Na gut. Verwende Erzextraktoren in verschiedenen Gebieten. Ja, das weiß ich schon. Raketen sind wirklich wichtig und helfen ihre Generation von. Okay. Und das ist komplett verschlüsselt. An wen wird diese Nachricht gesendet? Ich bin ein Planet Crafter, der auf Megoria 3 Planeten geschickt wurde. Wenn sie diese Nachricht erhalten, bedeutet dies, dass sie in der Nähe sind. Vielleicht bist du auch ein Planet Crafter. Das Wetter ist grauenhaft und mir gehen die Ressourcen aus. Es gibt nicht genug auf dieser kargen Welt, um sie zu terraformieren. Ich weiß nicht, warum ich das gewählt habe. Der Tod wäre angenehmer als diese Hölle. Wenn mir jemand Hilfe schicken kann, bitte tun. Aha. Huh?
Also Dragon mag das nicht, wenn man ihn Bro oder Digger oder ähnliches nennt. Wir nennen ihn einfach Dragon. Bevor es jetzt hier Schlägereien gibt. Kann aber nachvollziehen. Wenn man ein bisschen älter ist schon, dann ist die Jugendsprache auch nicht mehr sowas für einen. Auf der anderen Seite ist es halt einfach der normale umgangssprachliche Gebrauch von unter 30. Wahrscheinlich, deswegen kann ich da beide Seiten verstehen. Algen. Haben wir jetzt ohne Ende eigentlich? Und wir brauchen ja auch Sprengstoff, gell? Wie baue ich nochmal Sprengstoff zusammen hier in meiner Hütte? Okay, braucht man natürlich Iridium. Weil brauchst du mal für alles Iridium grundsätzlich immer. Selbst zum Atmen brauchst du Iridium. Makrele hat auch ein Problem mit Bros. Also es gibt in der Zwischenzeit wirklich Leute, die kommen so ins Büro und sagen, oder zu Bewerbungsgesprächen so, hi Digga oder yo Bro, was geht? Das gibt's. Das gibt's echt. Das ist tatsächlich kein Blödsinn. Soweit sind wir schon gekommen. Wo ist denn mein Schwefel? Ah. Sehr schön. Ich finde es gut, wir haben unsere Lage wieder schön voll gemacht. Was brauche ich eigentlich? Genau, wir wollten so einen Seewassersammler bauen, ne? Was brauche ich denn für Titan und Kobalt und Eisen und Kobalt? Dann können wir ein bisschen bauen. Wir bauen unsere Hütte ein bisschen hübscher noch. Ich finde ihn ja hier richtig hässlich. Den Schuppen hier. Was geht, du Hund? Ja, was haben wir denn früher gesagt, jemanden zu grüßen? Hallo, wie geht es dir? Oder Ihnen? Hallo, wie geht es Ihnen heute? So, wie schaut's mit Pilzen aus? Mit Pilzproduktion weiter am Laufen halten, die paar Pilze, die ich habe. Ich bin so ein blöder Ochse, Alter. Jetzt habe ich den Pilz gegessen. Mann, doch nicht die Pilze essen. Hey, Alte. Hey, Alte, ich hab... Schau mal, wir brauchen für einen Biokunststoff brauchen wir zwei Pilze. Das ist voll der Abfuck. Ich brauch so eine Methankartusche. Wie zum Fick mache ich eine Methankartusche? Hä, was? Achso. Ne, normal. Sowas. Kurz hier meine Belegschaft hier trinken organisieren lassen. Wie bekomme ich denn so eine Methankartusche? Ah, guck mal, wir haben... Aha. Saatgutstreuer, meine Freunde, Saatgutstreuer. Das ist das Geheimnis, was wir jetzt angehen werden. Ganz nebenbei. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf einmal drauf komme, aber ich habe jetzt gerade voll Bock noch... Ich habe so viel Bock, ich will so viel machen. Ich habe zu wenig Zeit dafür. Sir. Sir ist natürlich auch gut. Saatgutstreuer. Der Zweier, das ist ja der größere, ne? Was ist das andere? Das ist ein Grasstreuer. Ach so, nee, warte mal. Was waren die Dinger, wo du pflanzt? Also, das waren die Vegetubes. Ah. Die Vegetubes, und das ist jetzt quasi ein Saatgutstreuer. Das ist quasi die geupgradete Version davon. Wasser, Superlegierung, Magnesium, Dünger. Dünger haben wir zwei dabei. Magnesium. Superlegierung zwei Stück. Und Wasser können wir uns natürlich dann bekanntlich draußen holen in unserer Anlage.
Ja, Sir oder nein, Sir? Oder wie ich immer gesagt habe damals, oder wie wir sagen mussten, hochwohlgeboren, Ihre Majestät, mein Führer, ja, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt gibt's wieder Ärger, weil die Leute es nicht verstehen. Er hat Führer gesagt, verbrennt ihn auf dem Führerhaufen. Ja. So, dann wohin mit den... Ey, haben die eine Range, Alter. Sick. Ja, ich bin wirklich sehr, sehr alt. Hätte man nicht gedacht, gell? Könnten sogar einen Seewassersammler bauen, aber gerade keinen Bock drauf. Aber die Range von dem Teil ist schon fresh, Alter. Muss ich schon mal sagen. Da würde ich sagen, da tun wir unserem Vorgarten mal ein bisschen teilen hier. Da schmeißen wir jetzt natürlich so einen Samen rein. Und der bräuchte natürlich einen sehr effizienten. So einen 600-prozentigen, jawohl, den goldenen Samen. Noch einen goldenen Samen haben wir nicht. Wir haben nur einen. Ach doch, 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 doch. Freilich, freilich. Freilich haben wir noch einen goldenen Samen. Ne, tatsächlich, die Wehrpflicht ist bei mir ausgesetzt worden schon. Aber ich habe in der Gastronomie gelernt und da ist der Umgang so ähnlich wie in der Armee. Und das ist kein Witz. So. Ich würde sogar sagen, der Umgangszone in der Gastro ist deutlich schlimmer als in der Armee. In der Armee gibt es wenigstens noch irgendwo ein bisschen Anstand oder Respekt, aber das gibt es in der Gastro überhaupt nicht. Wohin denn das Ding? Bist freiwillig 2014 zum Bund gegangen? 2014 schon gearbeitet wie so ein Schwein. Für nichts und wieder nichts. Mein Leben macht heute immer noch keinen Sinn. Machen wir das Ding mal dort mit hin. So, das ballert jetzt 1000 PPQ pro Sekunde. Das Ding ballert richtig. Das ist richtig effizient. Vielleicht bauen wir gleich nochmal so ein Teil hier oder so. Weil wir auch nochmal Iridium brauchen. Wahrscheinlich nochmal ein paar Iridium-Raketen wegballern. Jetzt holen wir uns aber erstmal unsere Ressourcen. Aus eigener Erfahrung musst du mir recht geben. Hast du auch mitgemacht, Gastro? Ja. Hast du nicht so... Warte, wer war das gestern? Irgendjemand hat doch gestern geschrieben, er arbeitet Gastro, oder? Oder was vorgestern? Wer war das? Unten daran, ja. Fresh! Fresher Shit! Iridium ohne Ende für die Krabbe. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Du. Bist auch Koch, mein Beileid. Mein Beileid an alle, die in der Gastronomie arbeiten. Jugend hat heute, also man darf nicht alle Jugendlichen über einen Kamm scheren, ne, muss man jetzt auch mal fairerweise sagen. Es gibt auch einige, die sind schon auch korrekt. Aber es gibt schon sehr, sehr viele schwarze Schafe, ne? Was tue ich denn hier rein? Also bin ich blöd oder? Bin ich blöd? War bei dem Schwefel hinten... Konnte ich Schwefel abbauen mit den Extraktoren? Ich hab's ausprobiert, ich hab's vergessen. Weiß es noch einer, ob die Extraktoren Schwefel abbauen konnten? Probieren es jetzt einfach mal aus. Wie ein Iridiumstab. Schönes Iridium. Hier schon kein Iridium. Wie schaut es eigentlich mit dem Terraforming-Prozess aus? Wo sind wir denn hier? Wo bin ich jetzt? Besser da. Wir sind schon bei 33%. 100 MTI. Wo schaut es mit Wärme aus? Wärme ist absolut Y oder dieses YK. Danach kommt dann NK oder so. Keine Ahnung. Es läuft relativ gut. Sauerstoff hingegen läuft scheiße irgendwie. Da gibt es immer noch nichts. Habt ihr jetzt eigentlich noch Essen dabei? Mal kurz was zum Knabbern mitnehmen. Nicht, dass ich auf dem Weg irgendwo hin verhungere. So. Hauen wir mal ab. Auch schön, die wachsen sogar die Pflanzen, die
in dem Streuer drin sind. Das ist cool tatsächlich. Wachstum 100%. Kann ich die ernten? Scheinbar nicht. Ich wollte da hinten hin. Ich wollte in die Schwefelhöhle. Wie das ausschaut mit dem Bohrer da oben. Irgendwie fake aus. Ich glaube, das mit dem Sauerstoff geht aktuell noch nicht. Also, egal wie weit die Leute in ihren Videos fortgeschritten waren, auch wenn ich nicht mir viel angeschaut habe, weil ich halt mich nicht spoilern will. Aber von dem bisschen, was ich mal gesehen habe, brauchst du immer aktuell Sauerstoff. Ich glaube auch, dass noch kein richtiges Ende vom Spiel integriert wurde. Ist das eine goldene Kiste? Ne, ist eine blaue. Die glänzt so hässlich. So, schauen wir, ob wir da hinten Schwefel abbauen können, ob wir dafür diesen T2-Extractor brauchen. Ich glaube nicht. Ne, ich glaube dafür. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das war mit dem T2-Extraktor. Ich glaube, das ist hier Eisen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne, es ist Schwefel. Okay, ich nehme alles zurück. Gut. Dann haben wir eine Schwefelquelle. Aber wir können natürlich auch einfach hier Schwefel abbauen, wenn wir schon mal da sind. Ich glaube nicht, dass ich alles an Schwefel schon mitgenommen habe. Würde mich jetzt arg wundern. Das heißt, eigentlich sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir gar nicht mehr Ressourcen abbauen müssen, sondern nur noch von Extraktor zu Extraktor laufen. Und da hoffe ich ja dann auch, dass es dann irgendwann das Feature gibt, dass man dann sagen kann, okay, wir filtern das Zeug. Also ein T3-Extraktor, der dann wirklich nur noch die Ressource reinpackt, die ich haben will. Hatte ich auch dafür sauteuer sein, ist mir eigentlich wurscht. Relativ wenig Schwefel hier, muss ich schon mal sagen. Gibt es einfach mehr Aluminium als Schwefel in dem ganzen Bums hier. Erinnert mich auch ein bisschen an Slime Ranger, das Spiel immer noch, weil quasi was verschiedene Zonen, die alle irgendwie unterschiedlich sind, unterschiedliche Ressourcen. Fließbänder wären auch was, ja. Ich glaube, sowas wie Fließbänder werden sie nicht integrieren. Ich glaube nicht, dass das die Absicht ist der Entwickler. Daraus eine. Ja, vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht. Schwer zu sagen, was sie noch vorhaben. Was da die Ziele des Teams sind. Hat auf alle Fälle einen guten Start hingelegt. Das Spiel ist relativ gut angekommen. Haben es auch schon einige verkauft, einige Kopien. Ich denke mal, Geld sollte auf alle Fälle da sein für die Entwicklung. Für die fortlaufende Entwicklung. Halt nur die Frage, was machen sie jetzt da draus, ne? Drei Schwefel bräuchte ich noch. Dann wäre ich happy. Bei Titan können wir auch noch eins mitnehmen. So, noch ein Schwefel. Haben wir irgendwo noch einen Schwefel für die Krabbe? Irgendwo. Ein Krabbenschwefel. Was ist das denn hier? Achso, das ist wieder dieser Eisblock. Muss nur aufpassen, dass ich nicht gleich abnippel. Hast du schon was produziert da hinten? Weil ich finde hier keinen Schwefel mehr. Ah, perfekt. Gut. Bin voll. Hau mal ab. Unsere kleine Uranplantage hier. Ich finde die Kugeln schon cool aus. Lass dich nicht aufhalten. Bin hier erstmal wieder weg. Vielleicht erbarmen sie sich und adden ja mit dem nächsten Update ein Fahrzeug mit Lagermöglichkeiten. Das wäre cool, wenn du so Trucks bauen kannst. So ein Buggy, so einen kleinen Lastenwagen oder sowas. Das wäre nicht cool. Ich bräuchte einen mobilen Baum. Einen mobilen Baum? Was genau meinst du denn mit einem mobilen Baum? Gut, Schwefel haben wir erst wieder ein bisschen. Was wollte ich denn jetzt noch bauen? Ich wollte noch irgendwas bauen. Wir wollten den... Genau, Seewassergenerator. Seewassersammler wollte ich bauen. Dafür bräuchte ich bitte einen Super.
Schau, wie viel Wasser das produziert. Schmeißen wir uns doch direkt mal hier hin. Blup. Hui. Aha. Es gibt uns 7 Wasser. Mal gucken mal, wie viel Produktion das hat, ne? Weil aktuell sind natürlich die Dinger ein bisschen effizienter, aber jetzt auch einfach mal sagen, wir können mal einen abreißen wieder. Das sind schon hässliche Klumpen. Aber, ja, 3 von diesen Biokunststoffklumpen, ich weiß ja nicht. Schon ein bisschen teuer. So, dann wollte ich ja unsere Hütte ein bisschen hübscher machen. Glasboden oder Decke für Wohnkapsel, Titan und Kobalt. Boah, ja, das ist doch schon, das ist doch genau mein Geschmack. Also, da können wir den ganzen Kobalt mal rausballern. Weil Titan hingegen ist ein Problem. Titan ist problematisch. Immer Titan, ich habe immer die ganze Zeit Probleme irgendwie mit Titan. Ach so. Wartet mal. Ah. Das ist eine Doppeldecke bauen. Verstehe, ich verstehe. Kann ich bitte hoch? Ne, da. Toll, danke. Weißt du, dass ihr mich hasst und so? Und ich mag euch eigentlich auch nicht, aber... Naja. Bauen wir uns hier quasi Decken rein. Oder auch nicht, wir haben kein Titan mehr. Hallo, Weed. Grüß dich. Der sammelt jetzt Wasser, ja. Ich hoffe mal, dass er schneller Wasser sammelt als seine Kollegen. Übrigens nie gedacht, dass wir jetzt echt mal Titan brauchen. Mir geht's gut, wie geht's dir? Danke der Nachfrage. Was treibst du so an diesem Dienstag? Mager und gesund, ja. Ist doch gut. Lieber mager als gesund, als übergewichtig und ungesund. Vor allem kannst du dann alles essen, ohne dass du dir Gedanken darüber machen musst, dass du in die Diät reinschmeißt. Bin übrigens noch immer maximal getriggert, dass wir diesen Uran hier nicht, dieses Iridium nicht abbauen können. Was unter Wasser ist. Und unter Wasser komme ich nicht ran, weil es zu weit weg ist. Das ist schon echt... sehr scheiße, muss ich gestehen. Und das ist noch freundlich ausgedrückt. Wie ist es mit dem? Ach, das geht, oder was? Na toll. Okay, mein Inventar ist voll. Heute Abend feiern Kollegen und... Heute Abend feiern. Kollege hat morgen Geburtstag und wir fahren rein. Da wünsche ich euch schon mal... Da wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß. Auf Kollegen seinen Nacken schön alles weg. Echsen. Das Zeug hingelegt. So, Wände. Oh, hübsch hier mit diesem Grasstreuer auch und so, ne? Ganz, ganz toll. Und wieder für alles Kobalt. Haben wir neue Nachrichten bekommen? Ne. Hätte ja sein können. Bin gespannt, ob wir vielleicht auf andere Planeten auch können dann langfristig, ne? Übrigens interessant, dass wir jetzt gleich kein Glas mehr haben. Kann ich das jetzt... Achso, ne, ich habe falsch gebaut. Das Ding. Machen überall Glas rein. Ich wirklich so richtig... Scheiße Privatsphäre. Wenn wir schon diesen Planeten terraformen, dann... Was brauche ich? Eisen und... Ich habe schon wieder keinen Kobalt, Leute. Was ist denn mit meinem Kobaltvorrat los? Mager ist aber auch nicht immer geil. Du hast eine Schilddrüsenüberfunktion. Du kannst den ganzen Tag essen wie ein Schwein, bist dennoch dünn wie ein Streichholz. Wenn man da nicht aufpasst, geht das ganz schnell ins Ungesunde. Aber bei Schilddrüsen kann man ja eigentlich mit Tabletten gut eigentlich nachbehandeln. Da, glaube ich. Aber interessant eigentlich, ne, was der Mensch eigentlich so für Krankheiten hat. Gell? Schilddrüsenüberfunktion, Unterfunktion, Blutdruck, Herzschlag, dies, das... Also der Mensch ist echt ein Sammelsurium an Krankheiten. Schon krass. Hätte jetzt nie gedacht, dass ich das sage, aber... Wir haben jetzt dann bald kein Kobalt mehr. Aber muss ja machen, Mensch, meine Güte. Wir müssen ja unser Ding ausbauen.
Habe ich eigentlich schon so ein Biolabor gebaut? Ich bin der Einzige auf dem Planeten. Scheiße, Privatsphäre ist auch richtig. Ja, so ein Biolabor habe ich noch gar nicht gebaut, oder? Es kommt mir jetzt erst. Da kann ich wahrscheinlich dieses andere Zeug bauen. Moment. Muss ich wieder meinen Supervorrat anbrechen? Es gibt Tabletten dafür. Du kannst dir nicht jeden Tag eine Tablette reinpfeifen. Vor allem, wenn du unterwegs bist für ein paar Tage. Oder Wochen. Ja, kann ich natürlich auch verstehen. Bisschen schade, dass hier die Lücken drin sind. Das triggert mich alles so ein bisschen. Also, da würde ich mir halt gerne so einen großen Ausguck bauen wollen können, aber geht hier halt leider nicht. Der bringt mir überhaupt nichts. Der bringt mir null, außer dass er Strom kostet, der Müll. Also, wir haben keine passiven Vorteile. Du hast auch Schilddrüse? Schau mal, können da gleich eine... Hast du eine Über- oder eine Unterfunktion? Ah, wohin das Ding? Du hast das andere? Leider? Okay. Das klingt aber nicht so gut. Man kann das ja oben drauf bauen. Ey, wie es hier rumruckelt jetzt, wo ich das Ding hier bauen will. Holla. Ah! So, aber mit dem Biolabor, meine Freunde. Wir haben ein bisschen Probleme mit der Platzierung, falls ihr das merkt. Und das Spiel macht Probleme ebenfalls mit. Aber ich glaube, da können wir es hinbauen, oder? Das müsste eigentlich passen. Und dann ist hier eh Schluss mit den Steinen. Von daher passt es schon. So, und dann bauen wir hier einmal... Nein, so wollte ich das eigentlich nicht haben. Ja, so passt's. Schau, was dieses Biolabor kann. Rein können wir auf alle Fälle erstmal nur von der normalen Seite. Wollte ich nicht... Ah, hier drüben. Ah! Doch scheiße. Ich finde es schön, dass das Ding wenigstens Fenster hat. So. Also. Tja, wohin mit dem Ding? Das ist jetzt hier die Frage. Könnte das natürlich einfach hier reinstellen. Was braucht man denn hier eigentlich für das Zeug zum... Ne, ich sag da jetzt nichts zu. Das... Da enthalte ich mich jetzt. Sagt mir aber auch keiner was, ne? Das sagt einem aber auch keiner was. Aber das wieder geklärt. Ich dachte, dass ich das noch nicht gebaut habe. Doch, haben wir schon. Cool. Das Ding haben wir jetzt auch alle gebaut. Ist das denn ein Schaukasten? Ah, wir könnten ein Schaukästchen bauen. Pass auf, das bauen wir unten hin. Können wir da runter gucken? Ah, schade. Warte mal kurz. Boah, das will ich jetzt wissen. Geht das? Geht, schaut. Ah, guck mal an. Schaut gar nicht so schlecht aus. Du hast innerhalb von 48 Stunden 1,3 Kilo verloren. Oh, das ist krass. Das ist nicht ohne. Wann kriege ich eigentlich die T4-Heizung? Ist eigentlich die andere Frage. Okay, schau mal kurz, wie viel Wasser... Achso, ich wollte erstmal... Nee. Erstmal bauen wir uns die Vitrine hier irgendwo hin. Nur wohin das Ding ist hier die Frage.
hier in den Eingang rein, so als Poser. Oder wir bauen uns die hier so hin. Ich glaube, hier sah das auch nicht schlecht aus. So, da können wir jetzt dann Sachen reinbasteln. Zum Beispiel wahrscheinlich das Ding hier. Kann ich da auch so einen Mikrochip ausstellen, mit dem ich aktuell nichts... Was? Krabbe ist Scheiben. Geil. Ach, ich bin... Achso, ja, ich bin Scheibengeil, ja. Ja, natürlich. Die Goldstatuen alle da reinpacken. Und so ein Bauplan Mikrochip. Einfach um eins zu sagen. Mikrochip-Baupläne sind ja auch gut hier. Quasi auch so ein seltenes Gut. Okay. Unten die drei Statuen, oben erstmal Mikrochip. Wir werden wahrscheinlich noch mehr Statuen finden. Also wir haben, wahrscheinlich gibt es 6 Stück, dass man das Ding komplett voll machen kann. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Noch eine zweite Figur vom Satelliten. Wo habe ich die denn hingetan? Wo habe ich die denn? I don't know. Wir gehen jetzt auf alle Fälle erstmal ganz kurz wieder unsere Ressourcen alle leer machen. Weiß nicht, ob ich noch eine zweite Figur vom Satelliten hatte. Wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Ist einfach noch ein Iridium. Ist hier einfach rumgammelt. Ah, Kobalt. Brauchen wir... Stiller Poseidon! Danke für den Follow. Willkommen im Krabbenreich auf Twitch. Ja, es ist alles da außer Kobold. Alles klar. Nicht so toll. Kommt da eigentlich auch mal mehr Wasser rein hier irgendwann? Oder wie läuft das mit dem Zeug? Aber ich denke, ich werde auf alle Fälle nochmal eine Raketenabschussplattform benutzen. Für ein Iridium, ein Uran. Aus zwei Gründen. Grund 1 ist, es erhöht natürlich auch den Terraforming-Prozess. Ja. Genau, das ist eigentlich der einzige Grund. Ich meine, gut, ich habe natürlich viele Superlegierungen gebaut, aber... So großen Mangel an den ganzen anderen Ressourcen, so wie es... Wie Magnesium? Magnesium habe ich ja genug. Aluminium bin ich sogar voll. Wie krank eigentlich. Machen wir aus dem ganzen Iridium hier kurz Iridiumstäbe, weil ich glaube, ich brauche Iridium so im Ganzen nur sehr, sehr selten. Ein Iridium bräuchte ich noch, bitte. Dankeschön. Gut. So, die drei. Okay, warte kurz. Ich habe vergessen, was wir brauchen für die Raketen zum Abschießen. Es war Magnesium. Ne, es war nicht Magnesium. Es war Kobalt und Silizium, oder? Was, Silizium? Es gibt 8 goldene Truhen. Und es gibt damit auch jede eine eigene Statue. Das heißt, es gibt 8. Ich habe erst 3. Enttäuschend. Ich war mir eigentlich sicher, ich habe schon echt viel gefunden, aber scheinbar nicht. So, wir brauchen 2 Raketentriebwerke. Wir brauchen 4 Superlegierungen. Das war Silizium, oder? 1, 2, 3. 3-mal Kobalt. Schauen wir mal. Du hattest eine OP vor ein paar Monaten, seitdem ist es besser. Die eine Hälfte ist dringend, aber du musst jetzt lebenslang Tabletten nehmen. Genetisch. Dragonmind in der Familie? Fragezeichen. Kann ich dir nicht beantworten. Ah, es war sogar richtig. Asteroiden. Oh, ey, schau, ich habe sogar alles richtig gemacht. Wie geil ist das denn? So, dann ballern wir den ersten mal weg. Dann gucken wir jetzt erstmal, wo das Zeug runterkommt, während da alles grün wird hier. Das ist sehr, sehr schön.
Bringen wir schon mal in Position. Ich sollte vielleicht noch ein Wasser mitnehmen. Tschüss. So, wenn jetzt 37,5% aller Statuen. Ja, vielen Dank fürs Mutmachen. Ja, das Ding ist auf alle Fälle schon mal voll. Sind das jetzt schon die Uran-Asteroiden oder... Ja, Tatsache, wie schnell ging das denn? Letztes Mal ging das nicht so schnell. Toll, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Scheiße, das habe ich nicht gesehen, wo die eingeschlagen haben. Da kommt noch einer runter. Der schlägt ins Wasser ein. Da kommt noch einer. Also noch nicht, aber bald. Da kommt auch noch einer. Der schlägt da hinten ein. Der schlägt auf mich ein wenig aufpasst. Da kommt auch noch einer. Boah, die sind überall. An allen Ecken und Kanten. Da kommen noch zwei. Hey, das ist ja 6 Stück. Ist auch da hinten eingeschlagen. Und der schlägt auch wieder links ein. Im Wasser. Und das war's dann? Ja, okay. Alles im Radius, auch mit Wasser. Und dann schmeißen wir direkt uns noch die Magnetfeld-Schutzrakete hinterher. Und das Schöne wird jetzt, das wird durch unseren Terraforming-Prozess wieder stark beschleunigen, das Ganze. Angriff der Riesenstaubkörner, ja, sozusagen. Da kommt wieder ein Staubkorn, hier, da. Also die Staubkörner schauen auch so komisch aus irgendwie, das ist immer voll irritierend. So, ist jetzt wieder gelb, bekommt direkt die nächsten Asteroiden. Schauen wir, wo das Zeug alles runterkommt. Irgendwann kommt es alles von der einen Seite, deswegen kannst du es immer ganz gut abschätzen. Wasser. Der hat übrigens gerade meinen Algensammler kaputt gemacht. Hab übrigens gleich keinen Sauerstoff mehr. Es kommen scheinbar immer 6 Asteroiden runter oder so. Da hinten. Ah, hinten im Wasser. Ah, es kommt nur noch einer. Ey, da kommt direkt auf mich zu. Ah, da hinten ist noch einer, oder? Okay. Wo landest du? Hier vorne. Okay, chillig. Da kommt noch mal einer. Hä? Das sind 7? 7 mal 5? Das sind 35... 8? Hä? Echt so viele? Warum finde ich denn das Zeug alles nicht? Das ist ja voll irritierend. Auch mit dem Uran und so. Wie viele Uranraketen eigentlich? Uran-Asteroiden, die da runtergekommen sind. Ja, ich habe auch gedacht, dass mich der eine oder andere davon trifft, um ehrlich zu sein. Fang den Stein. Ich glaube, dass wir nicht sterben würden, weil sowas ist, glaube ich, aktuell deaktiviert. Sowas gibt es zurzeit nicht. Wo ist das ganze Iridium eigentlich? Jetzt haben wir hier Uran ohne Ende. Was ja auch nicht schlecht ist. Uran brauchen wir eh auch ohne Ende, aber... Ich finde das so Iridium nicht interessanterweise. Doch, hier ist Iridium. Wir müssen auf alle Fälle auch eine fettere Wassertour machen. Dann können wir nicht nochmal einen Uranreaktor bauen. Das müssen wir ja eh. Na, schau mal, das ist auch wirklich direkt unter unserem Ding gelandet alles. Wenigstens siehst du das Uran auch immer alles schön. Nicht so wie das Iridium, was du immer nicht siehst. Außer es liegt da direkt an einem Stein oder so. Und zählt zumindest nicht mit. Ja, wenn es im Real Life nur so einfach wäre mit den Ressourcen. Ja, das stimmt. Okay, ist einfach despawned. Interesting. Interesting, interesting. Ich meine, gut, es ist natürlich auch für uns in der echten Welt rein theoretisch möglich, Asteroiden auf die Erde stürzen zu lassen mit Ressourcen. Nur das ist halt der Unterschied, dass es hier keinen juckt, wenn da was abstürzt, weil hier lebt eh keiner, wisst ihr? Auf der Erde, wenn dann irgendwie alles kaputt geht, das ist dann was anderes, ne? Okay, der liegt aber auch sehr ungünstig hier. Ja, aktuell nimmt die Erde nicht zu. Doch, die nimmt schon zu, weil es fallen ja quasi jeden Tag ganz kleine... Staubkörner und Steinchen auf die Erde. Also unsere Erde wird ja immer schwerer rein, theoretisch. Oder? Komme ich denn da hin?
ist noch ein Uran. Also ich finde viel Uran. Uran ist super. Uran finde ich ohne Ende. Aber das mit dem Iridium, das ist ja so eine Geschichte hier, ne? Das ist ja eine ganz eigene Story. Da hinten sind auf alle Fälle noch welche reingeflogen von den Asteroiden. Hier ist auch ein Iridium-Boy, oder was? Ah ja, Tatsache. Hier liegen die Iridium-Brocken. Wenn ich mal gucke, was ich jetzt aktuell dabei habe, dann macht doch das Uran schon deutlich mehr aus. Das war eine schlechte Idee, beide gleichzeitig aufzupassen. Beide Raketen gleichzeitig zu starten. Das war jetzt nicht das Hellste, was ich heute gemacht habe. Hätte erstmal den einen machen sollen. Da hinten ist noch Uran. Das habe ich schon ganz kurz aufblitzen sehen. Wo ist denn das ganze Iridium? Ich kann übrigens gar nicht das Uran alles mitnehmen, was da schon wieder verteilt ist. Ach komm, ist doch scheiße. Finde ich mein ganzes Iridium nicht mehr. Der Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe, war ja auch mit wegen Iridium. Jetzt finde ich das nicht mehr. Es sind auf alle Fälle einige Asteroiden hier reingerasselt. Das habe ich ja gesehen. Keine Ahnung, wo die alle hin sind. Mindestens 4 Asteroiden ins Wasser rein. Mir wird hier nichts angezeigt. Na toll. Kann einer die Aufnahmen angucken, wo die genau reingestürzt sind? Alles sehr mysteriös hier. Da hinten, das haben wir schon fast. Ja, da ist noch ein Brocken. Dann da hinten müssen wir nochmal hingucken, aber alles in allem fühle ich mir ein bisschen über den Tisch gezogen. Ah, da ist noch ein Uran. Kann ich aber aktuell nicht mitnehmen. Machen wir uns direkt mal Uranstäbchen. Die wir schön lagern können. Ich kann mir nicht mal einen Iridiumstab machen. Ich könnte mir mal 2 Uranstäbchen machen, aber keinen Iridiumstab. Also das ist bis jetzt totale Verarsche. Da ist irgendwo der Wurm drin. Apropos Wurm drin, ich brauche Essen. Nebenbei Pilze sammeln und wieder einsetzen. Das Zeug brauchen wir ja sowieso. Dann nehmen wir uns gleich noch eine Bohne mit. Okay. Wohin mit dem Osmium? Dahin. Gut, okay. Trinken wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kobalt ist jetzt auch komplett aus. Ich weiß auch immer nicht, warum ich nicht einfach die Treppe runtergehe, sondern den Weg wähle hier außen rum. Da sage ich nichts zu. So, ein Uran war doch noch hier direkt vor meiner Haustür. Wo soll er denn hin? Ah, hier. So. Wo ist nun das Iridium? Da ist eins. Da oben, da oben ist auch noch eins. Aber uns fehlt noch so viel mehr von dem Iridium. Mindestens 30 Stück eigentlich, ne? Müsste es hier geben irgendwo. Ah, hier sind welche, okay. Hier noch eins. Hier unten habe ich auch eins schon mitgenommen. So, hier drinnen ist noch. Da ist aber noch. Okay. Das habe ich übersehen oder was? So blind kann man doch gar nicht sein. Naja, doch, gut, ich schon. Gut, hier war das. Dann machen wir uns mal weiter auf den Weg nach hinten. Schauen wir mal hier rein, was da so ist. Schau, hier ist auch irgendwas runtergekommen. Hier ist auch sehr felsig. Oh, scheinbar kein Iridium. Vielleicht hat sich auch jemand anderes schon geklaut. Vielleicht sind wir doch nicht alleine auf dem Planeten. Aber ich hätte ihn natürlich gesehen dabei. Da ist auch noch Uran. Da ist unsere erste Basis. Unter Wasser. Versunken. Eine Sehenswürdigkeit eigentlich, ne? Ich frage mich, ob man so einen unterirdischen Tunnel dahin machen könnte. Wahrscheinlich nicht mehr. So einen Unterwassertunnel quasi dahin graben. Ich denke nicht, dass es geht. Hübsch, hübsch. Leider nicht mehr so wirklich gebrauchbar. Da ist. Ah, da, schau. Du gesagt, hier ist irgendwo ein Iridium-Asteroid reingerasselt. Da ist er doch. Gewesen. 2, 3.
4, 5, 6. Warum 6? Da ist einer zu viel gewesen. Eigentlich sind es immer 5, aber gut. Beschwer mich jetzt mal nicht. Auch interessant, dass es echt so tief ist hier drin. Du hast Glück, dass das Wasser scheinbar fest ist, dass der... Oder der Planet hat eine sehr starke Anziehungskraft. Wenn die Asteroiden ins Wasser einschlagen, müssten Wellen entstehen, die die Basis zumindest beschädigen. Ja. Aus physikalischer Sicht ist es richtig, aber aus spieltechnischer Sicht hat man da scheinbar keinen Bock drauf. Da ist noch ein Uran, oder? Ne, hat noch ein bisschen geglänzt. Aber an sich müsste es Tsunamis geben, ja. Wenn das Wasser einschlägt, wenn die Asteroiden ins Wasser einschlagen. Das ist tatsächlich völlig korrekt. Ah, Iridium. Hab ich gefunden. Hallo, Gamer to Maker. Ich grüße dich. Schönen guten Tag. Wie geht's dir? Wenn du fragst, wie es mir geht, mir geht's gut. Wenn du mich nicht fragst, wie es mir geht, dann geht's mir nicht gut. Okay, hier gibt's Scheiße. Ich glaube nicht, dass hier hinten was eingeschlagen hat. Das ist zu weit weg, glaube ich, von der Abschuss, von der Abschussrampe. Okay. Ey, ihr seid solche Wichser. Mal kurz gucken. Das gibt's halt, oder? Also hier hat ein Asteroid eingeschlagen. Das ist blöd. Also das mit dem Wasser, das sollten sie unbedingt mal beheben. Hier ist eine goldene Kiste. Hä? Lol. Wann kam die denn daher? Ist aber eine Gold. Lol. Jetzt haben wir zufällig eine goldene Kiste gefunden. Okay, das ist lucky gewesen tatsächlich. Das war jetzt pures Luck und geilerweise auch echt viel Ressourcen nochmal drin gewesen. Sehr geil. Sehr, sehr cool. War natürlich reines Glück in dem Fall. So fair muss man schon sein. Weil normalerweise hätte ich das nie gefunden. Wenn ich nicht hier auf der Suche nach irgendwelchen Asteroidenresten gewesen wäre. Gut. Aber ist das jetzt hier grün oder ist es einfach noch von dieser Aluminiumregion? Das ist die Frage, die ich mir immer noch stelle hier. Gehen wir kurz nach Hause. Ein Gamezocken, was voll auf Chemie. Ah, jetzt müssen wir abbauen. Was voll auf Chemie und Physik aufbaut. Wie lange ich da überleben würde. Paar Minuten. So, wir bauen auf alle Fälle Uranreaktoren. Hätte ich gerne nochmal eingebaut. Nicht den Einser, den Zweier. Drei Uranstäbe habe ich. Brenn-TNT habe ich. Das ist auch alles gar kein Problem. Supers haben wir auch. Iridium haben wir auch. Auch ohne Ende. Brauchen wir ja gar nicht hier. Drei Uranstäbe, eine Superlegierung und viel Wasser. Sollte auf alle Fälle nochmal ein Uran-Ding uns runterholen. Sieht aus wie Subnautica. Ja, das ist der häufigste Vergleich, den immer alle bringen. Subnautica. Hat auch ein paar Ähnlichkeiten, zumindest was das Bauen einer Basis, Überleben und so angeht. Ist es sich nicht ganz unähnlich. So, auf alle Fälle brauchen wir Kobalt, falls ich irgendwo was sehe auf dem Weg hier. Hi, grüßt euch. Wir überlegen trotzdem mehr von den Dingern zu bauen, einfach weil sie cool ausschauen. So. Dann bauen wir hier oben nochmal weiter welche hin. Atomare Luft zu erzeugen. Dann hast du das, was? Da wirst du zu viel Sauerstoff reinblasen, wirst daran ersticken, dass du eine Sauerstoffüberdosis hast. Kommt das Iridium jetzt auf einmal her? Hab ich das echt die ganze Zeit übersehen? Nee. Nie im Leben. Danke für die ganzen Ressourcen. Ganz nebenbei. Können wir natürlich auch nochmal ganz kurz gucken, ob meine Schwefelplantage auch nochmal fleißig war.
Oder wir erstmal das Kobalt mitbringen, alles in die Basis und schauen dann nach dem Schwefel. Das ist natürlich die andere Option. ...146 MTI Terraforming Index. Was kommt denn nach Moos? Gras, oder? Ich hab das nicht übersehen, oder? Aber jetzt hier die ganze Zeit dieses Iridium übersehen, kann es sein? Oder täusche ich mich da jetzt gerade? Weil das erscheint mir jetzt schon etwas unrealistisch. Ich bin doch hier gerade vorbeigeflogen. Das hätte ich doch gesehen, wenn da Iridium gewesen wäre, oder nicht? Also es ist jetzt schon sehr, sehr merkwürdig. Das hat bestimmt der Weihnachtsmann da versteckt oder so. Könnte Flechte kommen und dann Gras. Bin gespannt. Habe ich nochmal eine Aluminiumkiste mir gebaut eigentlich? Ja, ja. Aluminium haben wir jetzt langsam echt viel und das ist überraschend. So, dann haben wir natürlich noch eine goldene Statue. Und dann wieder ein bisschen Kobalt. Nicht viel, aber ein bisschen. Iridium. Ah, Iridium ist voll, okay. Wir müssen uns ein paar Brennstäbe wieder schmeißen. Ah. Dankeschön. Okay, dann das Zeug wieder einlagern. Ich weiß ja nicht, was ich als nächstes baue, deswegen wird es auch keinen Sinn machen, Großes mitzunehmen. Ich weiß nur, dass ich das Iridium jetzt hier nochmal kurz mitnehme. Wenn es hier schon so schön vor meiner Haustür liegt, wäre ich dumm, wenn ich es nicht machen würde. Gut. Da hinten. Hä? Hä, will ich mich jetzt gerade verarschen? Bin ich so blind? Ja, als ob jetzt hier überall dieses Iridium rumliegt. Das einfach nicht. Bist du blöd? Da auch? Also scheinbar empfiehlt es sich nur, das Ganze bei Nacht zu machen. Weil bei Tag sehe ich das ganze Zeug hier scheinbar nicht. Also Rakete und dann... Ja, hier auch? Also ich habe doch nicht alles übersehen. Das wäre natürlich total lustig eigentlich. Das ist so ein Plot-Twist, wenn das eine Reality-TV-Show wäre. Nebenbei. Wo dann die Menschen einen zuschauen können. Sehen Sie heute live. Wird es unser Astronaut oder unser Planet Crafter schaffen, den Uran, die Uran vorkommen und das Iridium zu finden oder nicht? Für nur 9,99 € im Monat sehen Sie jede Folge einen Tag früher. Oder so ähnlich. Gibt bestimmt auch so Pay-TV-Sender dann. Das schmeißen wir da rein. Ah, immerhin haben wir Aubergine ohne Ende. Und Bohnen. Auberginenprobleme haben jetzt auf alle Fälle erstmal keine mehr. So viel kann ich schon mal sagen. Also ich schmeiß die Samen alle weg, dann gibt es irgendwann schon mal ein Problem. So, dann kümmern wir uns natürlich wieder um die Pilzchen. Was? 73%? Was ist denn da so langsam? Da sollen wir hinmachen. Ich den ganzen Tag Zeit hier. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, dass du Wetten abschließt, wie lange der Astronaut überlebt. Und umso verrückter die Todesmöglichkeit, desto mehr Geld kannst du gewinnen, quasi. Das wäre eine Möglichkeit. Ich könnte mal so einen großen Besamer bauen, oder? Wo ist denn der? Ich habe noch mal so einen goldenen Samen gefunden.
Drei Wasser, Magnesium, Dünger. Drei Wasser, wobei ich brauche noch Wasser für mich auch noch. Drei Wasser. Was? Nie im Leben. Also ich glaube, dass das Zeug in diesen Asteroiden feststeckt und bis die sich auflösen, wenn die sich auflösen, dann wird das Zeug freigesetzt oder so, weil hier bin ich vorbeigeflogen, hier war nichts. Da war nichts, das war hier vorher noch nicht da. Das ist neu. Schau, dass hier alles an Ressourcen noch rumliegt halt. Kann doch keiner erzählen, dass ich das alles übersehen habe. Vielleicht gehst du bald in die Fernseh- oder Reality-TV-Branche. Ja, das kann ich mir echt vorstellen. Das wären dann wahrscheinlich alles sehr sadistische Spielshows und Sendungen, wo Menschen sterben. Hier noch irgendwas? Sollen wir schon mal jetzt hier sind? Nee. Superlegierung, Magnesiumdünger. Magnesium kann man gleich abbauen. Bauen wir uns hier nochmal einen Bestreuer hin. Flup. Ach, Dünger. Habe ich überhaupt noch Dünger? Das ist wahrscheinlich die viel bessere Frage, oder? Wenn nein, wie crafte ich mir das Zeug? Algendünger. Ne, Dünger haben wir nicht. Müssen wir uns craften. Craften, das machen wir aus Algen, Auberginen und Schäfischer. Genau dafür brauchen wir das Zeug. Algen haben wir ja, Auberginen, Schwefel haben wir auch einiges wieder gehabt. Mal zwei Stück erstmal bauen. Ja, du bist ein Sadist, das dachte ich mir schon fast. Irgendwie ist es heute ein bisschen rucklig hier, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich haben sie deswegen gesagt, die arbeiten an Performance-Upgrades. Oder Verbesserungen, nicht Upgrades. Wartet, uch. Dann können wir zumindest mal einen bauen. Mehr brauche ich ja gar nicht. Einen Dünger können wir noch weglegen. Das Iridium können wir auch noch wegpacken. Wir machen nochmal einen Stab draus. Also an sich haben wir jetzt eigentlich keine Probleme mit dem Herstellen von Gegenständen mehr aktuell. Da haben wir eigentlich alles, was wir für brauchen. So. Dann mach du ja auch mal deinen Job. Und bekommst ebenfalls ein goldenes Sämchen. Ja, ganz toll. Zwei Schwefel kommen wieder zurück. Dann das Iridium-Stückchen kommt auch zurück. Dann gucken wir, was der aktuelle Stand der Dinge ist auf unserem Planeten. Wir sind bei 72,5%. Wir haben ja angefangen bei 5% oder so. Noch ein paar Raketen reinschmeißen. Nochmal ein Uran, nochmal ein Iridium. Und dann natürlich nochmal ein bisschen Bohrer bauen, ein bisschen Heizung nächstes Mal. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Euch allen noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder zur gleichen Zeit mittags. Mal gucken, was wir dann spielen. Ja. Bin gespannt. Euch allen danke fürs Zugeschaut haben. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Wir sehen uns natürlich auf YouTube oder halt hier nachträglich natürlich auf meinen anderen Kanälen, die es noch alle so gibt in der Zwischenzeit. Und dann hoffentlich bis morgen. Mach's gut. Tschüss.